So, und da sind wir da bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist und jetzt machen wir das Weltuntergangsduell. Ja, das ist irgendwie... Ja. Das ist natürlich genau der Weltuntergang. Mit Karten spielen. Ja. Ich wollte weiter. Ach, ist ja wieder toll, dass ich im Grunde nur dreimal Fusion auf der Hand habe. Wenn man den Fusionsweisen mitzählt. Gib mir Wolkenkratzer. Das macht mehr Sinn. Was haben wir denn alles? Jetzt haben wir Wild Edge, Donnergigant, Tempest, Rampant Blast, Mudballman und Flammenflügelmann. Ja. Können wir nur leider wenig mit anfangen, wenn wir keine Monster haben. Und dreimal Polymerisation auf der Hand. Was relativ scheiße ist, wenn der jetzt eine Karte spielt, wo ich alles ablegen muss, dann habe ich gar nichts mehr zum Fusionieren. Hm. Ach ja, der hatte ja den... Ja. Wow. Warte. Hä? Ist der blöd? Ab. Warum greift er nicht einfach normal an und behält die Karte? Nee, die Karte muss natürlich eingesetzt werden. Ach ja, Wildheart. Der kann einfach, egal was passiert, wenn da eine Fallenkarte ist, nee, ist dem egal. Ja, okay, das ist ungünstig. Aber hier würde die Karte natürlich Sinn machen, um mir trotzdem Schaden zuzufügen. Vor allem, was ist das bitte für ein Deck mit dem... Mit dem rotäugigen schwarzen Drachen und dann mystische Tomate. Was ist das denn für eine Zusammenstellung? Juhu, Bubble Man. Sein Effekt aktiviert sich nicht, weil ich keine Karte habe. Sind wir mal ehrlich, es macht eh keinen Unterschied. Ja, ich kann genauso gut aufgeben. Der Speerdrache. Der 1900, oder? Keine Ahnung. Konnte auf jeden Fall durchschlagenden Schaden machen, meine ich, oder? Irgendwas Schlimmes konnte der. Hatte der nicht null Verteidigung oder so? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt bin ich immer ein Zweiter, dann sehe ich mal, was er da direkt holt. Na, immerhin habe ich Sparkman. Topf der Gier, kann ich mir immerhin was holen und Wolkenkratzer. Oh, Blade Edge. Oh, ich sehe, was ich machen kann. Ich kann Wild Edge machen. Was konnte Wild Edge noch?
Den habe ich ja auch hier noch rumliegen. Ja. Kann jedes Monster angreifen. Finde ich doch mal ganz gut. Vor allem, dass man den so einfach halt beschwören kann. So, ich hoffe, der hat da jetzt nichts Schlimmes drunter. Ich kann mir vorstellen, dass er da eine mystische Tomate drunter hat. Ist meist unter sowas drunter. Oder sowas. Ja, das Gute ist, Wild Edge kann ja jeden auf seinem Feld zerstören. Also kann er gleich mehrfach angreifen. Und jedes Mal alles zerstören. Wenn da jetzt eine mystische Tomate wäre, hätte es einfach wegmachen können. Warte. Warum kann ich mir jetzt hier irgendwas angucken? Ach ja, und den hier hatte ich auch mal. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Mystische Tomate. Darf ich mir nur einfach sein Deck angucken? Wow. Weil er jetzt das gemischt hat, oder wie? Immerhin sind wir jetzt ein bisschen sicher, wenn er uns jetzt angreift, dann können wir einfach abblocken. Ach, der Jagddrache. Nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ach, Sparkman, bist du auch schon wieder hier? Gefühl, ich krieg nur Sparkman. Ich meine, Sparkman sieht auch am coolsten aus, muss man schon sagen. Also der ist krass. So. Wenn er jetzt nichts legt, habe ich gewonnen. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen ungünstig. Ja, das hätte ich jetzt auch gebraucht. Aber wenn er das da jetzt auch hat, wäre natürlich blöd. Einmal Wild Edge, bitte. Natürlich. Wer nutzt das denn noch? Das habe ich mal ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal irgendwie ein Yu-Gi-Oh! Spiel gespielt habe, habe ich das genutzt, weil ich nicht von Spiegelkraft wusste. Ich wusste halt wirklich nicht, was Spiegelkraft war. Dann habe ich immer Angriff annullieren benutzt. Richtig dämlich. Wenn er das jetzt nochmal da hat, ne? Oh! Heiliger Notruf. Ich habe ja alle. H, E, R und O. Und Hero. Komm, Clayman für Donnergigant. Und den setzen wir verlegt. Ja, der hatte 0. Und der kann durchschlagenden Schaden machen. Habe ich mich doch noch richtig erinnert. So. Jetzt bist du weg. Natürlich. Weiß ich, Das ist zu blöd. Das hat dem einfach null gebracht. Hätte der lieber in Verteidigungsposition setzen sollen, aber das hätte ihm auch nichts gebracht.
Das war komplett unnötig. Oh ja, der rotäugige, finstere Drache. Das Feld der Schreie. Schönes Gesicht. Lavalwaldrache, ey. Lass mich halt nicht als Zweiten, ey, was soll denn das? Ja, erstmal Spiegelkraft setzen. Nö. So. Ich könnte jetzt... Ah, das könnte ich vielleicht... Tun wir erstmal Burstinatrix weg. Ich hab da schon eine Spiegelkraft. Aber die kann ich gebrauchen. Ach komm. Ich hatte eigentlich geplant, jetzt entweder Donnergigant oder Rampant Blaster zu holen. Aber naja. Flammflügelmann plus Barkmeck können wir jetzt auch schlecht machen. Aber wir könnten theoretisch noch einen hier holen, falls es jetzt wirklich gefährlich ist. Nein. So, warte. Das würde ich wirklich gern zerstören. Oh nee, Vampirlord. Ah, das hat die bestimmt mehrfach. So, Bubble Man bringt mir so gar nichts. Außer, dass der eine super Ablenkung wäre, vielleicht. Ich finde Bubble Man ist irgendwie so richtig unnötig. Der sieht zwar cool aus, wie so ein Batman, der Wasser schießt, aber das war's dann auch schon. Oh, da kommt der Vampirlord. Kann der Vampirlord irgendwas dagegen? Ah, das gefällt mir gar nicht. Der kann wieder beschwört werden. Ah, ich kann Mudball Man holen. Kann ich sonst noch was machen? Der ist gar nicht mal so stark. Da wäre ein Donnergigant natürlich viel, viel besser. Der wäre eine super Verteidigung.
Was kann Rapid Blast? Blaster. Hey, das macht gar keinen Sinn. Warum sollte ich das dann tun? Ich hätte wirklich gerne den Flammenflügelmann, dann Sparkman dazu. Ich weiß nicht, Donnergigant macht irgendwie ein bisschen. Mehr Sinn. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Ich hole mir den. Das ist mir doch scheißig. Und dann mache ich trotzdem den Mudball Man, weil das würde trotzdem mehr Schaden machen. Ich kann den blöden Vampirlord hier nicht wiederholen, weil der mir gehört. So. Angriff. Leg mal eine Zauberkarte weg. Dann kannst du nämlich nicht wieder irgendwie was holen. Alter. Das ist ein bisschen unfair. Aber die kommt doch jetzt eh mit irgendwas an. Der Avian. Problem ist, ja, ich will erstmal warten. Gucken wir erstmal, was da ist. Gut. Da werft doch noch eine Zauberkarte weg. Ha. Da wieder eine Karte, was ist das? Ja, Fusionsweiser, der bringt mir jetzt was. Was war denn gerade mit der Schrift da los? Ich weiß, ich darf es nicht sagen, aber bisher läuft es gut. Ah, sieht aus, als hätten wir gewonnen. Ne. Dich nicht, ruft der Gejagten wieder. Das soll mich jetzt aufhalten. So, einmal eine Zauberkarte bitte weglegen. Ich soll damit nichts anfangen können. Ich kann mir vorstellen, dass die mehrfach Ruf der Gejagten dort noch hat auf der Hand. Oder auch nicht. Dann machen wir es jetzt einfach nur aus Prinzip. Ich nehme Polymerisation dafür, damit die halt im Friedhof landen. Das geht erst richtig ab, sobald wir die Karten haben, dass wir auch aus dem Friedhof fusionieren können. Dann können wir abgehen hier. So. Eine Attacke dürfte reichen. Easy. Neues Booster Pack.
Vampir Genesis Signaturkarte. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt nochmal eben ein paar Karten. Wir haben ja bald alles voll. Wir gehen hier dreimal durch. Cyber-Enddrache. Und Cyber-Netzwerk. Können wir vielleicht für ein Cyber-Drachen-Deck benutzen. Wenn das mal so weit kommt. Ich denke nicht, dass wir direkt alle Karten dafür haben. Roter Ojama, den gibt's. Nein. Das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere nur die drei Original-Ojamas. Keine anderen. Okay, dann nochmal. Menschenfressender schwarzer Hai. Aus See kamen grausiger Glibber. GeForce Game Ready Driver ist available. Wie wär's, wenn du mal abhaust? Und Amazone de Meere. Du brauchst drei Karten, um dieses Drecksteil dahin zu holen. Und das hat nicht mal genügend ATK, um irgendwas großartig zu zerstören. Es hat nicht mal genügend Verteidigung, um sich gegen irgendwas zu wehren. Was soll das denn? Eine richtige Müllkarte. Ultimativer Tyranno. Oh ja. Dinosaurier-Deck wäre auch nicht schlecht. Oder Tyranno-Deck. So, gib mir was Gutes. Gib mir irgendwas mit Cyberdrachen. Ja, Cyberdrache 3 und Cyberkirin. Aber das nimmt man normalerweise nicht so oft in Cyberdrachendeck. Und den habe ich in echt. Der ist, ja, keine Ahnung. So. Her. Uforoid. Und Gyroid. Und da ist er, der Chimera-Tech-Festungsdrache. Wir haben ihn. Oh ja. Das ist doch wohl meine Lieblingskarte, wenn ich gegen gewisse Leute spiele. Kannst du immer die ganzen Cyberdrachen wegmachen. Cyberschatten. Und das hier kenne ich ja auch noch. Ja, aber Uforoid könnten wir ganz gut mit irgendwelchen Helden zusammenspielen. Wenn wir denn die Fusionskarte davon hätten noch. Der Pistolendrache und Hyperhammerkopf und Tyranno Infinite. Ronin-Kröte. Und was auch immer. Wow. So, letztes. Über das Limit. Aber das hört sich irgendwie scheiße an, was da drin ist. Ich hatte irgendeine gute Erinnerung damit, aber ich weiß nicht wieso. Weil eigentlich ist es ganz schön scheiße. Weil wie viel hast du denn normale Monster mit weniger als 1000? Ganz ehrlich. Was können die dann groß? Höchstens verteidigen oder so, aber das war's auch schon. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir Ablenkungsduell. Und dann das darunter. Ciao.